Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns in den letzten Sendungen ausführlich mit Grenzwerten von Folgen beschäftigt. Und sicher erinnern Sie sich noch an die Grenzwertdefinition, die wir uns mit viel Mühe erarbeitet hatten. G ist Grenzwert einer Folge AN, genau dann, wenn es zu jedem Epsilon größer 0 eine Zahl S gibt, sodass AN minus G Betrag kleiner als Epsilon ist, für alle N größer S. Wir sagen dann, Limes AN für N gegen unendlich ist G. Erinnern wir uns noch einmal. Folgen sind eigentlich nichts anderes als Funktionen, allerdings mit einem sehr speziellen Definitionsbereich, nämlich N-Stern. Das heißt, die Funktionsgraphen bestehen nur aus Punkten. Heute wollen wir uns dagegen die Grenzwertdefinition für Funktionen ganz allgemein erarbeiten. Ganz allgemein soll hier heißen, wir wählen anstatt N-Stern jetzt die Menge der reellen Zahlen als Definitionsbereich. Das heißt, Definitionsbereich ist die ganze X-Achse. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, wozu neu überlegen? Übernehmen wir doch einfach die Definition für Grenzwerte von Folgen und schreiben sie für Funktionen ganz allgemein um. Überall dort, wo N Stern steht, schreiben wir R und anstatt N schreiben wir X. Das wäre sehr angenehm, geht leider nicht aus folgendem Grund. Bei Folgengrenzwerten wissen wir genau, was dieses N gegen unendlich hier bedeutet. Die natürlichen Zahlen, sie sind uns gut bekannt, gehen ins Unendliche. Wollten wir dagegen Grenzwerte von Funktionen ganz allgemein definieren, eben nur mit x gegen unendlich, müssten wir uns zuerst überlegen, was wir eigentlich mit diesem x gegen unendlich meinen. Die Folge aller geraden Zahlen, die gegen unendlich gehen, oder wenn wir in Zehntelschritten ins Unendliche gehen, oder in Tausendstelschritten, oder wie. Was meinen wir eigentlich mit x gegen unendlich? Sie sehen schon, der Unterschied zu Folgen besteht eben darin, dass wir jetzt die X-Achse als Ganzes haben und nicht nur einzelne Stellen. Wir werden allerdings bei den Überlegungen für die Grenzwertdefinition für Funktionen, die von Folgen, benutzen. Doch gehen wir Schritt für Schritt ganz langsam vor. Hier zunächst ein Beispiel. Sie alle kennen folgenden Sachverhalt beim Fotografieren. Man kann beim Fotografieren beliebig weit entfernte Gegenstände immer scharf aufnehmen. Sie sind dann zwar sehr klein mitunter, aber immer noch scharf. Will man dagegen einen Gegenstand sehr nah aufnehmen, dann ist ab einer bestimmten Nähe dieser Gegenstand nicht mehr scharf zu bekommen. Wir haben das hier in einem Modell noch einmal für Sie aufgebaut. Das hier ist unser Fotoapparat mit einer Mattscheibe hinten und unsere Kamera 3 dient uns jetzt als das, was wir sehen. Sie ist scharf auf die Mattscheibe eingestellt. Das ist also das, was unser Auge sieht. Hier vorne eine andere Kamera, das ist unser Gegenstand und wir betrachten ihn jetzt einmal. Wir stellen ihn zunächst scharf ein und sehen dieses Bild. Und jetzt wollen wir den Gegenstand einmal nähern. Wir fahren diese andere Kamera hier sehr nah. Stopp. Und stellen die Entfernung nach. Sie sehen, das Bild ist scharf. Nähern wir den Gegenstand noch ein bisschen mehr, etwa bis hierhin. Und nun reguliere ich die Entfernung nach. Und Sie sehen, hier ist keine Entfernungseinstellung mehr zu finden, die dieses Bild scharf auf die Mattscheibe abbildet. Gehen wir in der umgekehrten Richtung vor. Entfernen wir jetzt den Gegenstand. Vielleicht noch ein Stück bis zu dieser Position, nachregulieren, scharfes Bild, vielleicht eine größere Entfernung jetzt einmal. Vielleicht bis dorthin. Sie sehen, scharfes Bild auf der Mattscheibe und vielleicht noch eine weitere, weit entferntere Position. Vielleicht bis dorthin. Und Sie sehen, auch jetzt ist der Gegenstand scharf abgebildet.
Und wenn wir ihn noch weiter entfernen, dann kommt eben beim Fotoapparat diese Unendlichkeitseinstellung, die Sie alle kennen. Das mag genügen. Soweit unser Versuch. Dieses Problem, sehr weit entfernte Gegenstände scharf einstellbar, dagegen nahe Gegenstände nicht mehr scharf einstellbar, haben Physiker und Mathematiker natürlich längst gelöst. Im Prinzip stellt das Objektiv unseres Fotoapparates nichts anderes als eine Sammellinse dar. Und diese Sammellinse liefert uns ein Bild des Gegenstandes in der Ebene der Mattscheibe. Und hier kann man eine fotografische Platte dann einlegen. Das Wesentliche des Vorgangs hier noch einmal in einer Skizze. Hier die Sammellinse. F ist auf jeder Seite jeweils der Brennpunkt. Ein Gegenstand G wird dann bei dieser Entfernung etwa so als Bild abgebildet. Bezeichnen wir den Abstand des Gegenstandes mit x, den des Bildes mit y, und in unserem Fall soll die Brennweite, sagen wir, 50 mm, also 5 cm betragen. Man kann nun rein rechnerisch bei gegebener Brennweite und bekanntem Abstand des Gegenstandes, das heißt bei gegebenem x, die Bildweite berechnen, und zwar nach der sogenannten Linsengleichung. 1 durch x plus 1 durch y gleich 1 durch die Brennweite, also hier ein Fünftel. Lösen wir diese Gleichung nach y auf, indem wir umformen. Zunächst 1 durch y auf eine Seite, dann erhalten wir diese Zeile. Und jetzt können wir auf der rechten Seite Hauptnenner bilden und bekommen dann 1 durch y gleich x minus 5 durch 5x. Und durch eine Kehrwertbildung erhalten wir schließlich dann f von x gleich y gleich 5x durch x minus 5. Das ist eine gebrochen rationale Funktion, denn x kommt im Nenner vor. Und diese Funktion ist nicht definiert für x gleich 5, denn da wird der Nenner zu 0. Und für alle Zahlen, die kleiner als 5 sind, ist diese Funktion auch nicht definiert. Denn das würde in unserem Beispiel heißen, Gegenstand ist näher an der Linse als Brennweite. Das ergibt natürlich kein Bild, denn die Lichtstrahlen gehen auseinander. Das heißt, der Definitionsbereich dieser gebrochen rationalen Funktion sind alle reellen Zahlen, die größer sind als 5. Man sagt auch eine rechtzeitig unbeschränkte Definitionsmenge. Kehren wir an dieser Stelle noch einmal kurz zu unserer Ausgangsfrage zu Beginn der Sendung zurück. Wir wollten untersuchen, was es eigentlich heißt, Limes f von x für x gegen unendlich. Was bedeutet das? Nun, hier haben wir eine Funktion und wir können einmal an dieser Funktion untersuchen, was die Funktionswerte machen, wenn x immer mehr anwächst, wenn also x gegen unendlich strebt. Schauen wir uns das in einem kleinen Trickfilm an. Gegenstand zunächst in Brennweite. Kein Bild, da sich die Strahlen hinter der Linse nicht schneiden. Vergrößern wir jetzt die Entfernung des Gegenstandes. Dann bekommen wir ein Bild, das sich der Linse immer mehr nähert. Und jetzt entfernen wir den Gegenstand immer weiter weg von der Linse. Beobachten Sie einmal, wie sich die Entfernung des Bildes zur Linse ändert. Sie nähert sich offenbar immer mehr der Brennweite, die in unserem Fall 5 cm war. Einen weiteren Aufschluss über das Verhalten der Funktion für x gegen unendlich liefert uns die Wertetabelle. Wir wollen sie einmal von unserem Computer aufstellen lassen. F von x, das ist ja hier die Bildweite, und wir geben verschiedene Gegenstandsweiten, also x, ein. Bei 10 beginnend, zunächst in 10er Schritten. Und hier die Funktionswerte. Auch hier sieht man sehr deutlich, f von x strebt offensichtlich gegen 5.